Ereleta Mehmeti ist aktuell der Shootingstar bei der TSG Hoffenheim. Die Deutsch-Kosovarin ist schnell, dribbelstark und vor allem kaltschnäuzig vor dem Tor. 12 Spiele, 8 Tore. Manchmal kommt die Schwäbin aus mir raus und manchmal doch die kosovarischen Adern. Es kommt auf die Situation drauf an und ich glaube, ja, also ich muss schon sagen, ich bin da ein bisschen geizig zum Beispiel, aber bin gleichzeitig auch temperamentvoll. Eri ist ein sehr, sehr offener Typ, sehr herzlich, eigentlich immer im Lachen und ich freue mich, dass sie hier ist, weil sie hier einen neuen Schwung reinbringt. Sehr emotionsgeladen, immer on fire, sehr lustig, ja, und bringt gute Laune in die Mannschaft. Im Sommer wechselte die in Schwäbisch Hall geborene Mehmeti in den Kraichgau, ist ihr jetzt schon nicht mehr wegzudenken und das, obwohl sie eigentlich nie mit dem Fußballspielen anfangen wollte. Ich habe 2 Brüder, die haben schon Fußball gespielt und ich war 11 Jahre alt. Da hat mich mein Papa so ein bisschen gezwungen, zu meinen Brüdern ins Training zu gehen und ich meinte erst nein, ich möchte gar nicht, Fußball ist ein Jungsport und ja, ich wollte eigentlich gar nicht mit und dann meinte er, ja komm, wir holen sie nur ab und dann dachte ich, ja okay, ich komme mit. Dann standen wir da am Feld und dann meinte der Trainer, ja, komm aufs Feld, spiel mit uns zusammen. Und ich meinte so, nein, nein, ich möchte nicht. Und mein Papa hat dann gesagt, ja, komm, wir spielen zusammen ein bisschen und ja, dann wirst du sehen, ob es dir Spaß macht. Und dann ist er mit mir erstmal aufs Feld gegangen und hat mit den Jungs eben zusammen trainiert mit mir. Und ich war dann total ja, im Spiel drin und mein Papa ist irgendwann rausgegangen, ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann ist nur der Trainer zu meinem Papa gegangen und meinte, ja, wir stellen sofort einen Pass aus. Es ist sehr außergewöhnlich, dass meine beiden Eltern mich von Anfang an unterstützt haben, nachdem meine Mama dann auch gesehen hat, okay, ich habe Talent fürs Fußballspielen, war das dann gar nicht so die Frage, so, oh, sie ist ein Mädchen, sie darf kein Fußball spielen, sondern die haben mich von Anfang an bis jetzt immer unterstützt und dafür bin ich sehr dankbar und ohne ihre Unterstützung hätte ich das, glaube ich, auch nicht geschafft, weil sie eigentlich einfach immer hinter mir standen, egal wer dann von der weiteren Familie gesagt hat, hey, warum lasst ihr die bei den Jungs spielen? Sie ist ein Mädchen, sie darf das nicht. Da haben sie immer gesagt, so nein, habt ihr sie überhaupt mal spielen sehen? Kommt lieber ins Stadion und sie beweist euch, warum sie bei den Jungs spielt. Mit 16 spielt Mehmeti dann das erste Mal in einer reinen Frauenmannschaft beim VfL Sindelfing. Darauf folgt mit gerade einmal 18 der Wechsel in den hohen Norden zum VfL Wolfsburg. Das war schon ein schwerer Schritt, eine schwere Entscheidung, die meine Eltern vor allem auch treffen mussten. Ich glaube, für mich war da im Vordergrund eher so der Fußball. Wolfsburg hat eine gute Akademie, wo man sich dann auch weiterentwickeln kann. Und für mich war das so eher im Vordergrund und mir war gar nicht bewusst, okay, ich bin 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt und die kann nicht mal hier jeden Tag vorbeischauen und kurz die Wohnung putzen oder für mich Sachen erledigen und für mich da sein. Im ersten Monat war es schon Horror ein bisschen. Man ist eigentlich nur ins Training gefahren und ist dann wieder zurück nach Hause und hat dann gar nicht mehr so viel mit anderen gemacht, weil man noch nicht so bereit dafür war, jetzt alles auf sich zukommen zu lassen und ja, die neuen Leute kennenzulernen. Und ich glaube, als dann die Schule angefangen hat und ich dann außerhalb von der Mannschaft auch ganz viele neue Freunde kennengelernt habe, war es dann ein bisschen einfacher. Die haben mich dann so ein bisschen auch aufgenommen. Auf die nicht ganz leichte Zeit in Wolfsburg folgen 2 Jahre beim SC Freiburg. Nebenher baut sich die 23-Jährige noch ein zweites Standbein auf, studiert Marketing an einer Fernuni, lernen im Café, danach trainieren auf dem Rasen. Eine Doppelbelastung, die es im Profibereich der Männer eigentlich gar nicht gibt. Ich glaube, für das, dass wir den gleichen Aufwand betreiben, wir haben ja vielleicht sogar eine Einheit mehr, würde ich sagen, weil wir schon viel trainieren. Es ist schon irgendwo unfair, wenn dann die Männer ja Millionen verdienen und wir gerade noch so über die Runden kommen, sage ich jetzt mal. Es gibt auch zum Beispiel viele Spielerinnen, die müssen arbeiten nebenbei, weil sie es einfach sonst gar nicht schaffen würden. Und das ist natürlich, also ja, ist natürlich schade. Mehmetis Fokus liegt aktuell trotzdem auf dem Fußball. Im Sommer ist sie aus Freiburg nach Hoffenheim gewechselt, hat seitdem jedes Spiel absolviert und spielt zudem noch für die kosovarische Nationalmannschaft, obwohl sie in der Jugend noch für Deutschland spielte. Ich glaube, ich habe ja bis zu 2016, 2017 eben für Deutschland gespielt und wusste gar nicht, dass eben die Kosovo-Nation existiert. Und dann kam eben die Anfrage, als sie gesehen haben, okay, ich bin aus der Jugend raus. Und haben dann nachgefragt, so, hey, ob ich mir das gerne mal anschauen möchte im Kosovo. Und anfangs war ich noch gar nicht richtig davon überzeugt, habe mir gedacht, eigentlich gefällt es mir in Deutschland und ich möchte hier meinen Weg gehen, immer besser werden und es auch in die ANA zu schaffen. Habe mich dann so ein bisschen überreden lassen, ja, mal hinzugehen und es einfach anzuschauen. Und habe mit der Mannschaft trainiert, habe die Leute kennengelernt, habe
habe mich viel mit denen ausgetauscht, gefragt, was denn die Ziele, Erwartungen sind in den nächsten Jahren und was genau denn aufgebaut werden möchte. Und ja, ich glaube, das war dann so eine Herzensentscheidung. Im Kosovo ist Mehmeti Kapitänin, Leaderin und absolute Starspielerin. Auch deshalb war sie vor ihrem ersten Spiel extrem nervös. Ich hatte, glaube ich, den ganzen Tag Bauchschmerzen. Ich habe zum Mittag und zu Abend gefühlt gar nichts gegessen, weil es einfach nicht ging. Ich war so aufgeregt. Und ja, meine ganze Familie war da. Also meine ganze Familie aus Deutschland ist dann nach Kosovo gereist, ins Stadion gekommen. Meine ganze Familie in Kosovo sind angereist und haben mir zugeschaut. Und ich war wirklich so aufgeregt, bis der Pfiff eben von der Schiedsrichterin kam. In der Bundesliga macht die Deutsch-Kosovarin dagegen keinen aufgeregten Eindruck. Im Gegenteil, unaufgeregt und cool agiert sie vor dem gegnerischen Tor. Die 23-Jährige ist angekommen, auf und auch neben dem Platz im beschaulichen Hoffenheim. Cruise ein bisschen jetzt. Ja, gönn dir deinen Kaffee und bitte raus aus meinem Bild. Mittlerweile fühle ich mich wohl im Verein, hier im Dorf und man kennt sich hier auch. Ich kenne all meine Nachbarn schon, die haben sich alle bei mir vorgestellt. Und es ist halt ganz anders wie in der Stadt, da ist man so ein bisschen anonymer, kann so ein bisschen so, ja, sein Leben leben, ohne dass viele so einen richtig kennen oder beziehungsweise auch gar nicht richtig einmischen. Aber ja, es ist schon cool, auch hier so mal zu wohnen. Der Wechsel von Freiburg nach Hoffenheim hat die 23-Jährige nochmals beflügelt. Ich habe auf jeden Fall trainiert, abschlussstärker zu werden vorm Tor und kälter zu werden, dass ich eben meine Chancen, die ich dann mal bekomme, auch nutze. Und zum anderen denke ich auch, dass, glaube ich, die Harmonie hier im Team einfach gut ist, dass mit den Spielerinnen zusammen sie wissen, okay, ich laufe auf jeden Fall immer mit auf der anderen Seite und dann wird der Ball auch mal blind quergelegt und ich muss das Ding einfach nur noch reinschieben. Für mich ist Hoffenheim schon noch mal ein nächster Schritt. Vor allem die Ambition, Champions League zu spielen, habe ich hier in Hoffenheim schon näher gesehen als in Freiburg. Und das ist für mich ja so der nächste Step, den ich in meiner Karriere gehen möchte. Und ich glaube, da bin ich hier an der richtigen Adresse. Ereleta Mehmeti, ein heimatverbundener Familienmensch mit großen Zielen.